Ja, auf den Spuren der Gründe, warum wir kein Eisenerz abbauen können, wo ich immer noch nicht weiß, weshalb, weswegen. Und wir werden sowieso den Weg hier runter nie wieder finden. Ich hoffe nur, dass ich jetzt den Ausgang finde, aber ich glaube, es sieht gut aus. Also muss ich mir merken, da reinlaufen. Hier reinlaufen. Da weiß ich, aha. So. Das gibt's gar nicht, das ist unfassbar. Also, wir haben, wie viel Eisenerz wir in der letzten Folge gesammelt haben und wir haben nichts bekommen. Nichts. Das ist jetzt echt ärgerlich. Also, das ärgert mich, weil wir haben quasi umsonst unsere ganzen Hacken und so verbraucht für nichts. Für ein paar Steine. Für gar nichts. Das gibt's gar nicht. Das ist echt ärgerlich. Ja, ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir wollten in dieser Folge, habe ich ja in der letzten gesagt, wir wollten ja eine Diamantenhacke bauen. Das werden wir jetzt auch tun. Aber zuerst werde ich mal alles wieder in die Kisten packen, was wir so gesammelt haben. Was kann man damit eigentlich machen? Regeneriert, kann dich aber vergiften. Naja, ist klar. War ja sowas von klar. Das kann verschoben werden. Fred Feuerstein natürlich auch. Die Kohle kann hier rein. So. Und wir entsorgen dann mal wieder... Ne, Moment, halt, stopp. Wir nehmen die Stickies mit. Und wir nehmen... den Diamanten mit, den wir haben. Oder beziehungsweise zwei. Ich hoffe, das reicht. Dann werden wir uns mal eine davon bauen. Und... so. Also, Spitzhacke. Nein, wir brauchen nur einen Diamanten. Nein! Ach, fick dich doch. Ich werde erstmal das rohe Fleisch wieder loswerden von den Zombies. So, Mist aber auch. Das gibt's doch nicht, ey. Ich weiß gar nicht, irgendeiner hatte mir mal gesagt, was man mit dem Fleisch anstellen kann, aber ich hab's, glaube ich, wieder vergessen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mann, das gibt... aber was für eine riesige Höhle wir da echt hier drunter haben. Das ist unglaublich. Ja, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das so machen, dass wir... echt noch Diamanten finden und wir müssen dann doch erstmal die, ja, die nehme ich jetzt trotzdem dann erstmal mit, weil die verbrauche ich dann und vorsichtshalber haben wir ja dann noch eine hier. So, Schwert haben wir auch noch. Das wird ja auch nichts mit dem Goldschwert anbringen. Ich dachte, Gold ist echt, obwohl... ja, Gold ist auch weich, ne? Von der Substanz, oder? Her? Würde ich jetzt sagen, ist, glaube ich, weicher wie Eisenerz, natürlich. Nein, 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 nein. Du Drecksau, Alter, die machen mir immer diese scheiß Treppen kaputt. Ich glaub's ja wohl. Ihr kleinen Mistratten. Toll, irgendwann habe ich keine Treppe mehr hier. Ich sehe das schon kommen. Verdammt. Irgendwann habe ich keine Treppe mehr. Dann komme ich nirgendwo mehr rauf. Wenn die hier so weiter alles absprengen. Meine Güte. So, ich hoffe natürlich jetzt, dass wir jetzt endlich den Fehler beheben oder rausfinden, warum. Ich weiß, dass da ein Creeper war. Falls du ihn gesehen hast. Ich habe ihn auch gesehen. Warum wir kein Eisenerz mehr abbauen konnten. Also, das waren ja mindestens, sag ich mal, mindestens 15 Blöcke, wenn nicht noch mehr. Die wir haben abgebaut und die wir... warte mal, war das jetzt hier lang? Jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt. Boah, jetzt muss ich kurz selbst überlegen, wo lang das war. War das hier lang? Wo geht's hier überhaupt hin? Hallo? Ich sehe nichts. Nein, hier ist es definitiv falsch. Definitiv ging's da nicht lang. Ich glaube, es war hier lang. Nee, oder? Hä? Nee, Moment. Nein, 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 oder? Oder doch? Oder war es doch hier lang? Nee, das war total falsch. Wo war das denn? Verdammt. Wo sind wir denn? Ich werde das nie wiederfinden, habe ich doch gesagt. Ich werde das nie wiederfinden. Ich werde das nie wiederfinden, wo wir da waren. Niemals. Das ist dieser eine Raum gewesen. Verdammt. Ich glaub das nicht. Ich
gehe nochmal zurück, Moment. Ich hatte mir den doch markiert gehabt, den Weg. Halt den Rand. Verdammt. Nee, das war ja schon richtig hier lang, aber... Aber wo dann? War das vielleicht doch hier runter? Nee. Das gibt's gar nicht. Wie man sich hier so verlaufen kann. Da ist Eisenerz. So, jetzt pass auf. Jetzt probieren wir das aus. Ich mache mir Licht hin, damit wir was sehen. Und wir bauen mit der Spitzhacke... Das geht kaputt mit Gold. Verdammt, nein. Und ich wusste es nicht. Boah, wir haben so viel Eisenerz verbraten. Kacke. Und ihr werdet wahrscheinlich schon unter den Kommentaren geschrieben haben, du Vollwurst, durch die Goldspitzhacke geht Eisenerz kaputt. Nein. Wie viel Eisenerz wir verballert haben. Ich glaub's nicht. Ich dachte, das Spiel will mich verarschen. Unfassbar. Aber wo geht's denn hier hin? Kommen wir auf jeden Fall wieder nach oben. Oh. Ciao. Warum erwischt er mich noch? Ich glaub's ja wohl. So. Hier geht's nur einmal rum. Sonst geht's hier nirgendwo hin. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Verdammt. Aber wo war denn... Ich finde das nie wieder... Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich hatte mir die Stelle doch extra da gerade markiert mit der, in der letzten Folge mit dem, mit den Fackeln. Wieso ist denn... Verdammt und zugenäht nochmal. Wieso ist denn hier... Wieso... Da war der, da habe ich's markiert. So, da habe ich die Fackeln hingemacht. So. Das kann ja nur in die Richtung sein hier. Ja, 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 du mich auch. Geh weg, geh weg, geh weg. Guck mal, wie du aussiehst. Grün. Grasgrün. War das denn... So, oder war das hier lang? Warte mal. Kann das sein, dass es hier lang war? Ah, guck mal, das ist auch Eisenerz. Sehr schön. Da bewirft uns schon wieder irgendein Skelett mit seinen Pfeilen. Aua. Ist doch gut. Ah, scheiße. Verdammt. Nein, nicht wegwerfen. Aua. Aua. Ich werde so sterben gleich, wenn das so weitergeht. Mann, geh doch jetzt mal tot, du dämliches Scheißskelett. Sag mal, habt ihr es jetzt mal bald? Hast du es jetzt mal bald? Ich glaub's ja wohl. Ich bin doch hier keine Zielscheibe zum Üben. Meine Güte. Also ein bisschen... Hab ich schon mal erwähnt, dass die mal auf den Sack gehen? Die gehen mir irgendwie auf den Sack, bin ich ganz ehrlich. Also ein bisschen gehen sie mir auf den Sack. Hier natürlich stockduster oder beziehungsweise dunkel, aber wir müssen uns mal so eine kleine Erhöhung bauen hier, damit wir da mal dran kommen. So. Ist hier noch Eisenerz versteckt vielleicht? Nein, natürlich. Natürlich nicht. Wäre jetzt auch gedacht. Aber ich glaube, wir waren da gerade eigentlich richtig gewesen. Jetzt muss ich nur gucken, wo das war. War das jetzt hier runter oder war das... Hier kann ich mich dran entsinnen. Ja. Das sieht... Ja, hier war das mit dem Wasserfall. Ich entsinne mich. Und hat der Creeper alles kaputt gebombt. Och Mann, ey, jetzt ist aber auch gut. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist der denn? Ich mach mal Licht hin. Geh weg, 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 geh weg. Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Der hat mich doch gerade... Hä? Ach, weißt du was? Leck mich doch im Arsch. So, ich baue jetzt einfach mein Eisenerz ab und dann ist gut hier. Dann kannst du mich mal. Kannst du mich mal im Arsch lecken. Mit deinen scheiß Pfeilen. Kannst du selber am Kopf schmeißen. So, ich glaub's ja wohl. Ist ja wohl die Höhe. Aber warte mal, die Kohle ging nicht kaputt, ne, damit, oder? Nein, die Kohle ging nicht kaputt. Aber damit ging es viel, viel schneller, Kohle abbauen. Jetzt frage ich mich nur, also wenn ihr wisst, wo man Diamanten findet, dann
schreibt mir das doch bitte mal unter die Kommentare, weil dann kann ich da mal gucken beim nächsten Mal, wenn ich dann eine Folgenpause mache oder beziehungsweise wenn ich dann mal eine Sessionpause mache, dann kann ich nämlich da mal getrost dann mal danach suchen und mal schauen, ob wir dann fündig werden. Guck mal hier, was wir hier haben. Wieder Eisenerz. Nein, da ist nichts hinter, da ist auch nichts hinter. Da ist nochmal Eisenerz, sehr schön. Bruder Jakob. Ich finde mal, wenn das Lied anfängt, das was gerade läuft, ich weiß nicht, ob man es hören kann, dann geht es mal dünn, 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 dünn. Dann muss ich mal an Bruder Jakob denken. Bruder Jakob, Bruder Jakob, fühlst du es? Boah, hier geht's noch tiefer rein. Ich habe Angst, mich so zu verlaufen hier in der Höhle. Wenn wir erstmal so ein Sicherheitsbrett hier hinbauen. Bitte nicht runterfallen. Jawohl. So. Ich hoffe, wir kommen da sicher und heil runter. Ich weiß es natürlich nicht. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. So. Ich werde hier mal ein Lichtlein hinmachen. Damit wir hier auch was sehen. Hier könnte aber ein Stein hin. Und da können wir mal eine Treppe reingraben. Aber da können wir auch die Goldhacke für nehmen. Weil es geht ja viel, viel schneller damit. Ja, das war so klar. Die halten nichts aus, diese Scheißdinger. Das ist unfassbar. Viermal Stein damit abgebaut und schon ist die verdammte Dreckshacke kaputt. Das ist unglaublich. So, müssen wir mal gucken, dass wir hier mal echt mal uns so einen Weg nach unten bahnen. Das mit dem Wasser geht mir ein bisschen auf den Keks. Aber da müssen wir glaube ich durch, oder? Ich baue das. Das kommt ja von da oben, ne? Ich baue das Wasser einfach zu. So. Dann hat sich das nämlich schon erledigt. So. Und hier sind wir auch schon unten. Zwei Lichter hin. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist... Nein, das geht kaputt. Verdammt. So, Mist aber auch. Jetzt haben wir eins schon wieder... Meine Güte. Ist ja unfassbar. Jetzt finden wir mal was und ich verblas das schon wieder. Da unten ist Redstone, wenn ich das richtig sehe. Ich höre eine Spinne. Redstone, 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 Redstone. Oh, du schöner Redstone. Oh, du schöner Eisenbarren, den ich jetzt schon wieder vor meinen Augen sehe. Ich höre eine Spinne. Es könnte sein, dass hier nebenan eine Höhle ist in die Richtung. Müssen wir mal schauen. Ja, in der Richtung ist eine Höhle. Dann gehen wir da gleich mal weiter. So, jetzt möchte ich aber erstmal hier die Eisenbarren sammeln. Oder beziehungsweise das Eisenerz. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt noch was sehen in der Aufnahme? Ich mache nochmal Licht hin. Sieht man auch, was ich hier tue. Boah, das ist noch mehr Eisenerz. Ich glaub's ja wohl. Aber als das... Ich glaube, das... Nein, da war, das war es noch nicht. Von wegen, das war's. Aber ich glaube, das war's gewesen. Ja. Das war's. Okay. Das mache ich weg. Baue ich wieder zu hier. Dann weiß ich, da nicht mehr reingehen. So. Und jetzt müssen wir hier lang. Da nehme ich aber jetzt wieder die Goldhacke für. Da kommen wir schneller durch. Die Spinne. Upala, die Spinne wartet schon auf uns. Uah. Verdammt. Ich, das war so klar. Hallo. Geh tot. Geh einfach tot. Geh einfach schlafen. Boah, wie tief wir jetzt schon sein müssen, ne? Das ist unfassbar. Das muss jetzt schon... Uah.
Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich hoffe natürlich nicht, dass wir hier irgendwie einen Hexer oder sowas finden. Was war das denn gewesen, das Blaue, was wir da gefunden haben? Das müssen wir gleich mal gucken. Okay. Ich schau mal eben schnell. Lapis Lazuli. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist hier nochmal Redstone. Jede Menge sogar. Und Redstone leuchtet sogar. Wenn man es berührt. Ja, sehr schön. So. Inventar ist auch noch nicht voll. Aber ich möchte mal gucken, ob wir vielleicht uns hier einen Weg bahnen können. Wo es vielleicht hier hingeht. Ob wir vielleicht irgendwas Besonderes finden. Vielleicht gibt es ja hier eine Möglichkeit. Müssen wir mal schauen. Sieht zwar nicht danach aus, sieht wieder danach aus, als würde ich hier wieder totalen Blödsinn bauen. Aber ich glaube, diesmal habe ich eine Idee, wie wir daran schnell vorbeikommen. So. Bauen uns einfach einen Weg drumherum. So. Zack, zack, zack. Und dann machen wir einfach hier den Lavafluss. Reißen wir einfach ein und stoppen den einfach mal hier. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, Mann, das funktioniert sehr schön. Und da ist auch nochmal Eisenerz. Wunderbar. Sehr geil. Was wir heute diese Folge wieder erlebt haben, ist ja unfassbar. Und es ist noch viel, viel größer. Es hörte sich an, als ob da eine Höhle wäre in die Richtung. Naja. Ich möchte aber erstmal hier lang gehen. Nochmal. Hey, Redstone, cool. Jawoll. Noch mehr Redstone. Tss, 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 tss. So, sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir hier ein bisschen mehr Bodenfläche haben. So. Dann sind wir auf der sicheren Seite. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkle und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Da ist nochmal Redstone, habe ich gesehen. Hier unten geht es nicht weiter. Für Redstone, wie wir finden, ist ja der Wahnsinn. So, mal gucken, was wir alles mit Redstone bauen können. Ich weiß wohl, damit kann man auch mechanische Dinge erstellen und so. Oh, da ist noch... Oh, die Höhle ist ja riesig. Die Höhle ist ja riesig. Ist ja der Wahnsinn. Haben wir noch Spitzhacke? Haben wir noch. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Sehr schön. So. So viel Lava. Nein, verdammt. So, gucken, dass wir uns jetzt erstmal hier einen Weg bahnen. Verdammt. Uns hier einen Weg bahnen, um drüber zu kommen. Weil ich möchte ja nicht verbrennen bei Lava. Da unten ist auch ganz viel Redstone, ich sehe es gerade. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt... Jetzt würde ich gerne mal was ausprobieren. Wenn man das jetzt hier so einzäunt und dann einmal wegmacht, ob dann die Lava verschwindet an der Stelle? Ja. Sehr schön. Das ist unglaublich, was wir hier finden. Das ist faszinierend. Faszinierend, würde jetzt Spock sagen bei Star Trek. Faszinierend. Wo? Mein Gott, da hinten geht es auch noch weiter. Das ist ja unglaublich. Hallo? Okay, da unten scheint es nicht... Da können wir kein Dings dran bauen. So, vielleicht doch hier anfangen, weiter zu bauen. Um uns einen Weg zu bahnen über die Lava. Ganz vorsichtig und gemütlich. So. Da komme ich noch nicht dran. Da komme ich noch nicht dran.
lieber ein wenig breiter bauen. Nein, so. So. Aufpassen, nur nicht reinfallen. Das wäre doof. Reinfallen wäre doof. Kann ich da was bauen? Verdammt. Es scheint so, als würden die Steine hier schweben. Als ob ich hier nichts... Ich kann hier nichts bauen. Ich komme da nicht hin. Verdammt. Nicht reinfallen. Ich traue mich das noch nicht so richtig, weil viele machen das ja. Viele haben ja da so ein Händchen für. Ich probiere das selber mal aus jetzt gerade. Ich habe das selber noch nicht gemacht, so mit der Hocke und so. Haben wir jetzt echt keine Steine mehr? Nein, wir haben doch noch genug Steine. Natürlich haben wir Steine. Wir haben sogar Kies, haben wir sogar dabei. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte in die Hocke nochmal gehen. So. Hier können wir auch immer noch... Doch, da können wir was dran bauen. Sehr schön. Sauber. Geht's denn da hinten weiter? Nehmen wir erstmal hier den Redstone mit. So. Jetzt brauchen wir aber nicht mehr in die Hocke gehen. Jetzt können wir erstmal hier weiterlatschen. Und erstmal gucken, wo wir hier hinkommen. Aber hier sieht es auch aus wie eine kleine Sackgasse. Vor allem Sackgasse. Gefällt mir sehr gut. Sackgasse vor allen Dingen. La 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 la. Ob sich die Kohle lohnt mitzunehmen? Eigentlich Kohle ist immer gut, ne? Kohle kann man immer gebrauchen. Kohle, 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 Kohle. So. Das funktioniert so. So, jetzt natürlich stockduster, weil hier keine Lava mehr ist, aber wir haben ja unsere... Wow. Da ist auch noch cool. Lava. Verdammt. Muss man hier höllisch aufpassen, dass die Lava uns nicht verbrennt. So, jetzt ist aber die Lava weg. Nein, immer noch nicht. Ich glaub's ja nicht. Ich höre jemanden laufen. Das ist hier rechts, müsste es sein. Ist richtig. Das müsste in die Richtung sein eigentlich, oder? Ja, war so klar. Wahnsinn. Da ist auch wieder... Oh nein, da müssen wir aufpassen, dass jetzt hier nicht die Lava uns entgegenkommt. Und wir haben Kohlendampf. Ich sehe es gerade. Wir haben unheimlich Hunger. Schnell mal einen Schnitzel knuspern, damit wir uns wieder besser fühlen. Wahnsinn! Wie viel Redstone wir finden! Ist ja unglaublich! Ich kann mein Glück kaum fassen! Ich kann mein Glück kaum fassen, bin ich ganz ehrlich. Oh mein Gott, und da ist noch eine Höhle. Wollen wir doch direkt mal hier zubauen. Nein. Und ich höre schon das Skelett. Was wahrscheinlich gleich kommen wird. Ich habe jetzt schon gedacht, da steht ein Hexer. Mein Gott, ich habe voll die Paras zwischendurch. Eisenerz mitnehmen. Eisenerz mitnehmen. Eisenerz mitnehmen. Wir sind jetzt... Nein, 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 das machen wir zu. Das machen wir natürlich ganz schnell zu. So. So, die Lava möchte ich aber gerne hier weghaben, weil das ist mir zu gefährlich, dass wir da vielleicht irgendwann erwischt werden von der Lava. So, dann mache ich lieber hier... Ich sehe... Was? Wow! Wow, wer ist er denn? Wow! Wer ist er denn? Das ist kein normales Skelett. Das ist kein normales Skelett. Habe ich noch nie gesehen. 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 Ich hoffe, wir kriegen den. Komm, wir versuchen es. Komm, wir versuchen es. Ja, brenn du Sau. Brenn du Sau. Ja. Wir haben's.
Was war das denn? Alter Schwede. Da habe ich ja noch nie gesehen, so ein Skelett. Alter Finne. Mit so einer Robe. Ich bin der Schlüsselmeister. Schön für dich. Das gibt's nicht. Hier schon wieder. Oder ist das eine Falle gewesen jetzt gerade? Was ist das denn hier? Das ist doch ein Pfeil. Oder schießt da jemand auf uns? Ich schau mal eben. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, mich hier voranzuschreiten. Weil... Aber hier war ich schon mal anscheinend. Also hier sind zumindest Fackeln. Die sind doch bestimmt nicht von mir, oder? Ich gehe mal hier lang. Ich schau mal, wo wir hinkommen. Wo kommen wir denn hier hin? Hä? Also ich, auf jeden Fall war ich schon mal hier. Okay, hier war auf jeden Fall Eisen. Jetzt das nehme ich noch mit. Fackel hier, damit ich auch was sehe. So. Dann gehen wir nochmal da unten rein, weil es sieht so aus, als ob ich hier schon mal war, aber nur nicht weitergegangen bin. Also hier ist auch zu, hier ist nichts. Hm. Da, wo die Spinne war, ging es auf jeden Fall auch weiter. Aber ich möchte erstmal hier unten eben schnell schauen. Weil, wie gesagt, wir haben hier anscheinend... Kann ich mich gar nicht mehr daran entsinnen, dass wir hier gewesen sind. Das ist alles schon viel zu lange her. So. Aua. Warte, wir müssen uns hier mal irgendwie eine andere Treppe bauen, damit wir schnell flüchten können, wenn wir mal flüchten müssen. Beziehungsweise hier mal ein bisschen das vernünftiger bauen. So, warte. So, das machen wir auch mal weg. Das auch mal weg, weg. Dann können wir nämlich hier so, 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 so. Genau. Das ist viel angenehmer. Kann auch weg. Diese Ecken stören mich immer irgendwie. Wenn ich einmal damit anfange, dann sage ich immer zu mir, die müssen weg. Das war so klar. Aua. 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 Geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben. Alter, gehst du sterben? Hier ist auch eine Fackel. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Also sind wir quasi einmal im Kreis gelaufen. Aber wo geht's denn dann da oben lang? Würde mich jetzt mal interessieren. Wo die Spinne gewesen ist. Da müssen wir ja normalerweise eigentlich auch wieder da zurückkommen irgendwie, oder? Ja, ja. Wo bist du denn? Hallo, Spinne. Hallo, Spinne. Willst du mich begatten? Geh weg. Spinne. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Würde mich jetzt mal interessieren. Ach, hier. Okay. Um Jottes Willen. Hier war doch auch Sackgasse, ne, oder? Oder ging es hier unten weiter? Ich weiß, gerade ein bisschen dunkel für euch. Tut mir leid. Aber ich will nur mal gucken. Aber hier ist nichts Besonderes. Hier sind nur Steine und... Hier geht's nicht. Doch, da geht's weiter. La 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 la. Mach mal Bumm. Du sollst mal Bumm machen. Mach mal Bumm. Ich hab dir gesagt, du sollst Bumm machen. Oder so. Oder fall einfach um. Bada Bumm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier unten noch weitergeht. Niemals den Ausgang finden. Niemals nicht. Gold. Ich hasse Gold. Seitdem ich herausgefunden habe, dass die Spitzhacken und alles Gold auch kaputt machen können, hier dieses Eisenerz und sowas alles, hasse ich Gold. Aber trotzdem nehmen wir es natürlich mit. Vielleicht für eine Goldausrüstung oder so. So. Kohle nehmen wir auch mit, weil dann haben wir jede Menge Kohle. Da unten ist auch wieder, alter, Eisenerz. Jede Menge Eisenerz. Ich glaub's ja nicht. Wir kommen richtig betucht, kommen wir wieder nach Hause, wenn wir zurückfahren. Zurücklaufen. Ist dahinter noch was? Nein, okay. So, Gold nehmen wir mit. Natürlich. Nochmal eben hier Licht machen. Man sieht ja hier nichts in der Bude. So,
Mittlerweile gucke ich gar nicht mehr auf die Uhr, weil es mir so viel Spaß macht hier mit euch. So. Auf jeden Fall, ich denke mir mal, dass wir in der nächsten Folge machen wir das so. Wir haben ja jetzt so viel auch gesammelt und alles. Wir müssen auch noch demnächst mal wieder Holz und sowas sammeln. Dass wir demnächst mal wieder eine Expedition draußen machen. Und nicht nur in der Höhle. Vielleicht suchen wir uns auch mal eine andere Höhle, weil es gibt ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Hallo? So. Eisenerz, nehmen wir mit. Weil draußen gibt es ja wahrscheinlich dann auch noch viel zu entdecken, was wir noch... Da ist nochmal Kohle. Da taucht nochmal Kohle auf. Mein Gott, wenn ich draußen nur in der freien Welt, in Real Life, auch so viel Kohle finden würde. Wäre der Wahnsinn. Also mit Kohle kann ich mich totschmeißen, aber das Gold nehme ich noch mit. Da ist nämlich nur noch Gold. Gold, 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 Gold. Ich sehe schon, kommt gleich die Spitzhacke kaputt. Da können wir kein Gold mehr abbauen. Tja. Wie viel Kohle wir auf jeden Fall... Oh, Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Eisenerz ist mir wichtiger wie Kohle, weil Kohle haben wir genug. Nehme ich natürlich mit. Bitte geh noch nicht kaputt. Spitzhacke, bitte geh noch nicht kaputt. Bitte. Eisenerz. Eisenerz. Vielleicht sollte ich mir auch einen Weg nach... Nein, das war so klar. Verdammt. Und ich habe keine Stickies dabei. Scheiße. Ich habe mich so in die Falle gegraben. Das gibt's gar nicht. Weil ich so gierig war nach Gold und Eisenerz. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal einen Weg nach draußen bahnen. Wenn jetzt irgendwie ein Monster kommt oder mehrere, bin ich so gefangen hier unten. Verdammt. So. Na komm, mach. Mach fettisch. Mann, verdammt, wir kommen hier noch nicht raus. Machen wir es einfach. Hallo? Baust du wohl? So. Na, bauen. So. Jetzt aber bloß raus hier. Ganz schnell raus hier, ganz schnell raus hier. Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Ich hoffe, ich finde den Ausgang jetzt natürlich auch. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle, auf die Schnelle. Machst du hier eine Riesenwelle. Eingebildet, arrogant. Findest du ja auch noch interessant. Ah, dies gibt's auch nicht. Ich will hier nur raus. Hallo? Ich will nur raus hier. Ist hier der Ausgang? Bitte lass hier den Ausgang sein. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, um die Orientierung zu gewinnen. Wo wir... Ich werde nie wieder hier rausfinden. Nie wieder. Ja, hi Skeletti. Mach's gut, Paletti. Ciao. So. Nie wieder. Nie wieder werde ich hier rausfinden. Nie wieder. Nie wieder. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Verdammt. Aber warte mal, wir sind ja hier... Ach ja doch, wir können ja hier die Abkürzung nehmen. So. Und dann haben wir ja gesagt, wo kommen wir denn hier hin, ne? War das jetzt hier lang, wo ich gesagt habe, wo kommen wir denn hier hin? Ja, genau. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den richtigen Weg einschlage. Ein bisschen Orientierungssinn habe ich dann doch hier bei der Höhle. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo es jetzt lang geht. Ich darf jetzt noch nicht falsch laufen. Na, das ist, glaube ich, nicht richtig. Die Musik ist manchmal echt sehr geil. Ah, hi Skeletti. Du schon wieder. Mach's gut. Nochmal eben an meinen Schnitzel knuspern. So. Und dann versuchen wir mal, hier rauszukommen. Wenn ich es schaffen sollte. Nein. Verdammt. Bin in der Falle. Ich muss mir das demnächst, wenn wir mal eine neue Höhle anfangen, muss ich mir das demnächst mal ein bisschen systematischer anordnen alles. Dass wir da mal, dass ich da mal viel leichter rausfinde. Ich weiß gar nicht, irgendeiner hatte mir geschrieben gehabt mit den Schildern, dass ich mir eine Höhle Schilder machen sollte. Ist eine gute Idee. Finde ich super.
wenn ich dann nur dran denken würde immer wieder. Jetzt, Bits, wo ist denn der verdammte fucking Ausgang? Ich glaub's ja wohl. Ich glaub's nicht. Wo ist denn der... Verdammt, ich habe mich so verlaufen. Hier ist der bestimmt nicht. Hier ist bestimmt nicht der... Nein, ist nicht der Ausgang. Ah je, ai, wo ist der Ausgang? Wo ist der fucking Ausgang? Verdammt, wo ist der fucking Ausgang? Mann, ich würde gerne noch nach Hause. Wenn dann schon. Wenn schon, denn schon. Ah, hier ist der Ausgang. Alles klar, ich weiß. Hallo, Spinne. Springt ihm ins Gesicht. Ist eklig. Geh weg. Geh weg. Hier ist der Ausgang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier der Ausgang ist. Ich meine ja. Ich höre schon wieder die Spinne. Sieht sie mit ihrem dicken Arsch auf mein Gesicht. Geh weg. Oh, ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhaft sowas. Ekelhaft. Dum, 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 dum. So, immer in die Richtung gehen, genau, wo die Fackeln sind. Vielleicht mache ich das mir auch mit Fackeln irgendwie demnächst dann in einer neuen Höhle. Also wie gesagt, in der nächsten Folge denke ich mal, dass wir da vielleicht eine neue Höhle anfangen oder vielleicht auch erstmal Außenexpedition machen mit Holzhacken und so. Wir haben ja auch jetzt sicherheitshalber ja Karten gebaut in den letzten Folgen. Das heißt, uns kann eigentlich gar nichts mehr passieren, gar nichts mehr schief gehen. Das ist schon wieder am Wachsen hier. Da muss ich demnächst auch mal wieder den Gärtner anrufen. Und es ist Nacht, das passt ja. So, und wir sind wieder... Oh Gott, wir sind da. Wir sind wieder daheim, wir haben es geschafft. Ich könnte nochmal eben einen Schnitzel knuspern. Ich weiß nicht, wo die Spinne ist. Ich glaube auf dem Dach, aber ich gehe schlafen. Ich gehe ganz schnell schlafen. So. Geschlafen, gespeichert. Und wir werden... Will hier einer rein? Ich muss mal außen Knöpfe machen und keine Druckplatten. Das muss ich, glaube ich... Weil die kommen nämlich auch da reingelaufen. Durch die Druckplatten. Alter, 63 Eisenerz. Alter Schwede, haben wir gesammelt. Wir haben richtig gelootet. Genau deswegen meine ich nämlich, wegen die Druckplatten. Genau deswegen... So. Dann wollen wir nochmal schauen. Also, den Kies geben wir ab, die Erde geben wir ab. Hier kommt jetzt erstmal wieder Krimskrams rein. So. Zack, zack. Pilz können wir auch mit reintun. Auch hier die Knochen. Da haben wir sogar noch einen Stein. Ganz viele Steine. Hier haben wir Kohle. Kohle. Pfeile waren hier gewesen. Sehr schön. So, dann können wir uns nochmal eben hier bei den Werkzeugen nochmal eben die Spitzhacke rausnehmen. Und dürfen nur nicht vergessen, in der nächsten Folge dann erstmal Spitzhacke und sowas zu bauen. Und was kostet mich denn so ein Schalter? Was ist denn... Verdammt, ich finde wieder kein Ende bei dem Spiel. Das ist unglaublich. Ist das ein Schalter? Brauche ich denn dafür? Stein. Habe ich Stein? Pflasterstein, Kies. Pflasterstein, Pflasterstein. Aber es gibt doch auch Holzschalter. Dann mache ich doch einfach einen Holzschalter nach außen. Weil dann muss ich zwar immer da drauf drücken, aber ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Was mache ich? Ich glaube, das mache ich noch eben. Noch eben Schalter machen. Achso, okay, ja, alles klar. Ich vergaß. Aua. Was? Was machen die? Ach, die beschießen sich gegenseitig. Hi, mein Freund. Und du verzieh dich jetzt hier. Und wieso verbrennen die draußen? Ich glaub's ja wohl. So, Wiedersehen. Kommst jetzt nicht mehr rein. Komm, mach die Tür zu, es sieht. So, Schalter. Schalter, Schalter, Schalter. So. Die machen wir natürlich außen dran. Aua! Aua! Geh doch weg! So, hier machen wir auch einen Außenschalter dran. So, dann können wir da drücken. Der sitzt mir nur gerade ein bisschen zu doof. Den mache ich mal woanders hin. Den müssen wir hier hin machen.
Und dann müssen wir nämlich schneller durch die Tür. Da ist auch der Schalter dran. Hier muss ich auch noch einen Schalter hinbauen. Na. Wow, nein! 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 Du Judas! Du alter... Ich... Du Drecksack! Du alter Drecksack! Ich glaub's nicht! Der verdammte Fick Creeper! Ich glaub das nicht! Ich krieg doch einen Kotzreiz! Ich krieg doch einen Kotzreiz! Ich glaub das nicht! Da krieg ich doch voll einen Kotzreiz jetzt. Also das müssen wir noch... Also das müssen wir jetzt leider noch in der Folge machen. Es tut mir leid. Also das ist doch, ja, das müssen wir jetzt in der Folge noch machen. Das geht so. Nein, ich mach das nicht mehr in der Folge. Aber ich mach noch eben die Schalter dran. Hier hinten zumindest. Glaubt das nicht. Dieser verdammte Fick Creeper. Zerstört er mir einfach meine... Zerstört er mir einfach meine, meine schöne Wohnung. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Naja. Mit diesem Schmollmund möchte ich euch einfach mal entlassen in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und dann, wie gesagt, gibt es definitiv mal eine Außenexpedition. Und wir müssen ein bisschen an unserem Haus weiter basteln. Also, macht's gut. Ciao.